Hallo zusammen, wir sind leider wieder in der Corona-Zeit. Das heißt, ihr dürft leider nicht ins Training kommen. Und wir bieten euch aber dann ein Training für zu Hause an, dass ihr die Judo-Bewegung nicht verliert. Die meisten von euch haben das ja schon am Anfang vom Jahr oder in der ersten Corona-Lockdown mitgemacht. Deshalb erzähle ich euch kurz, was ihr braucht. Ihr braucht heute euer Gummiband, das heißt ein Terraband oder ein Däuserband. Zurück geht auch ein Judo-Gürtel. Ihr braucht, wenn es geht, zwei Gürtel oder sowas ähnliches. Ihr braucht ein dickes Kissen, also nicht so ein Kopfkissen, sondern ein bisschen dickeres Kissen. Und ihr braucht natürlich eure Judo-Puppe. Das ist das, was ihr alles braucht. Ihr braucht halt sehr, sehr viel. Unser Thema ist das, was wir im Training machen. Uchimata mit Uranage zusammen, wo dann übergeht dann zum Kochigari. Das wollen wir so ein bisschen beibehalten. In den nächsten 3 Wochen hoffen wir, dass wir wieder in der ersten Dezemberwoche trainieren können. Also holt euch bitte zwei Gürtel oder irgendwie so was ähnliches. Holt euch euer Gummiband, macht das fest an der Türe. Ich habe ja schon gezeigt, wie es geht. Und holt euch ein Kissen. Ein relativ dickes Kissen, wo ihr so ein bisschen wackelt, wenn ihr draufsteht. Ja, wir warten noch kurz. Die Marlene hilft ein bisschen mit. Ja, ist unsere Kaderathletin. Wir dürfen ja mit den Kaderathleten trainieren. Hilft mir ein bisschen, ich bin ein bisschen verletzt am Fuß. Deshalb unterstützt mich die Marlene dabei. Die macht das sicher auch ganz gut. Und hat sich auch schon richtig gefreut, dass er mitmachen kann. So langsam solltet ihr das haben. Wir fangen an dann auch mit dem Gummiband. Wir machen wieder so Zugübungen. Ich erzähle immer so ein bisschen ganz kurz in der Pause. Wir machen immer so ein bisschen Pause, 10 Sekunden. Da erzähle ich die nächste Übung. Und dann wechselt ihr weiter dann. Macht die Übung, dann kommt die nächste Übung und so weiter. Wir bleiben jetzt ein bisschen beim Gummiband zum Warmmachen. Anfang aber nehmen wir einen Gürtel, um uns nur kurz ein bisschen warm zu machen für die Schulter. Den nehmen wir vierfach. Das heißt, ihr müsst den zweimal falten. Das kann ich auch mitmachen. So, wir machen erst einmal falten, erstmal so. Und dann gehen wir so hinten runter und gehen mit nach vorne. Ja, wenn es geht, die Arme gerade lassen, wenn wir gehen es nicht mehr. Schulter im Eimer. Aber wieder so vor und zurück ein paar Mal. Schön mit den Gürteln. Ja, mach's breit. So, erstmal die Hälfte. Ja, das ist am Anfang einfacher. Und jetzt vor und zurück gehen. Genau, einfach so vor und zurück. Ja, ein paar Minuten her. Jetzt sieht er mal richtig Gabel ab. Nicht so nicht. Die macht das richtig gut. Voll perfekt. Gut, jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. Wir halbieren das Ganze nochmal. Und dann machen wir, stecken den Ellbogen so durch, gehen hinten rum. Auf der anderen Seite wieder Ellbogen durch und gehen hoch. Oh, der Gürtel ist zu kurz für mich. Ja, ich zeige es nochmal. Wir halten so fest. Führe das Seil um den Ellbogen rum, hinterm Kopf runter. Und dann wieder Ellbogen durch und wieder hinterm Kopf hoch. Ja? Okay, los geht's. Genau, hinterm Kopf runter. Auf der anderen Seite wieder hoch. Das ein paar Runden machen. Steckt auch mal den anderen Ellbogen zuerst durch. Macht es mal zur anderen Seite. Sehr gut. So, dann legt ihr den Gürtel auf den Boden. Den brauchen wir nachher wieder. Wenn ihr einen zweiten habt, könnt ihr gleich so ein Kreuz hinlegen. Also zum Kreuzling. Und ihr geht zum Gummiband. Ja. Wir starten 30 Sekunden. Das Gummiband mit beiden Händen so an euch ranziehen. Okay? So, fertig. Und los geht's. 30 Sekunden lang Gummiband. Beiden Händen ranziehen. Schaut immer, dass das Gummiband gespannt ist. Genau.
Rollen, ruhig ein bisschen flotter. Noch ein bisschen schneller. Wir sind 10 Sekunden sind rum. Und noch 5. Und stopp. Wir gehen einen Stock höher, Schulterhöhe und ziehen das Band so. Ja, schön die Arme breit machen und los geht's. Auf 15 Sekunden. Noch 10. Komm mal, ein bisschen Gas geben. Sehr gut. Und stopp. Gut, dann abwechselndes Band ranziehen. So schnell es geht. Und zwar nicht hoch und runter, sondern richtig die Arme zu euch ranziehen. Ruhig an euch vorbeiziehen das Band. Ja, fertig und los geht's. 30 Sekunden lang. Ruhig ein bisschen weggehen, Marlene, dass es anstrengend ist. Sehr schön. Und jetzt ein bisschen schneller. Ja, ist ein bisschen langsamer. Los, Marlene, ein bisschen schneller. Gib mal Gas hier. Weiter, 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 weiter. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Und stopp. Gut, stellen wir uns zeitlich hin in unsere Auslage und René Morotte Sehnagel immer so hochreißen. Okay, und los geht's. Nur anreißen ohne Beine. Halbzeit, noch 15 Sekunden. Noch 10, 5 und Seitenwechsel und los geht's. Gleich zur anderen Seite. Halbzeit. Stopp. Gut, jetzt stellen wir uns. Umgekehrt hin. So. Mit eurem Gummi. Und ihr haltet das Gummi auch so, dass der Daumen nach innen ist. So. Ja, ich hoffe, ihr seht es alle. Ich stelle euch zwischen das Gummi. Und ihr zieht gleichzeitig nach vorne das Gummi. Ja. Fertig. Und los geht's. Auf jetzt stehen. Zwei Sekunden noch. Auf 15. Gut, stopp. So, ihr bleibt so stehen und jetzt immer abwechseln. Als wenn ihr boxt, rechts und links, immer abwechseln. Und los geht's. Ja. Schön wird stehen. Schrittstellung bietet sich immer an dazu. Stemmschritt. Auf 15 Sekunden. Und stopp. So, jetzt hält eine Hand nur fest. So. Und dann zieht ihr das Seil immer schön nach oben, wie wenn ihr auf die Uhr guckt. Mit beiden Händen, wenn es geht, ganz zur Streckung rüber. Ja. Nur mit einer Hand. Und los.
los geht's. 30 Sekunden die eine Seite, 30 Sekunden die andere Seite. Ein bisschen weiter. Ja. Nehmen wir schon hoch, Richtung Gesicht. Richtig auf die Uhr gucken. Zehn Sekunden, dann Seitenwechsel. Und wechseln. Und gleich losstarten, die Zeit läuft. Merkt ihr wahrscheinlich auch, ihr habt eine starke und eine schwächere Seite. Und stopp. Gut. Wir bleiben dabei. Fangen so ein bisschen an die Beine mitzunehmen. Jetzt legt euer Kissen hier mit runter. So dass das Seil gespannt ist. Dann stellt euch mit einem Bein auf das Kissen drauf. Am besten erstmal mit eurem Uchimata-Standbein. Ich nehme natürlich gleich mein kaputtes, weil das eigentlich mein Uchimata-Standbein ist. Und dann zieht ihr das Gummi immer so an euch vorbei, ohne umzufallen. Ja? Fest auf dem Kissen stehen und dann ziehen, so dass ihr fest steht und nicht so sehr wackelt. Im Rückenbauchbereich fertig und los geht's. 30 Sekunden lang ziehen. Zehn Sekunden. Und stopp. Genau, die Matte nehmen. Dann dasselbe mit dem anderen Bein, nur dass ihr diesmal hochzieht. Ja? Wieder der Zug nach oben und ihr steht auf dem anderen Bein. Fertig und los geht's. Dabei die Hände so ziehen. Ja. Schön hoch. Bisschen in die Knie gehen, bisschen in eure Knie runtergehen, dann steht ihr ein bisschen stabiler, nicht gestreckt. Da wackelt ihr immer ein bisschen mehr, als wenn ihr ein bisschen unten in den Knien seid. Und stopp. Dann stellt euch wieder, setzt auf euer Uchimata-Standbein und jetzt zieht diesmal beide, mit beiden Händen, das Gummi so an euch ran. Ja, ups. Ja, feststehen. Immer so am Arm ziehen. Jetzt schon besser. Ein bisschen kurz das Gleichgewicht finden, bevor wir loslegen. Und los geht's. 30 Sekunden wieder, die eine Seite, 30 Sekunden die andere. Stopp noch kurz ein bisschen die Zeit, dass ihr euer Gleichgewicht findet. Ruhig weitermachen, ja? Aber dass ihr die 30 Sekunden ausnutzen könnt. Wer ein starkes Band hat, kann vielleicht nur an einem Gummi ziehen, hält die andere Seite nur fest. So könnt ihr es auch machen, wenn euch das Band zu stark ist. So, ich lasse die Zeit jetzt laufen, jetzt muss ich sitzen, los geht's. In die Knie gehen, wenn ihr da steht, immer. Rücken ein bisschen runter, steht ihr sicherer. Und Seite wechseln. Rücken ein bisschen üben, schon anfangen. Ich sag dann, wenn ich die Zeit starte. Und die Zeit läuft.
Solange sie mich gleich Gewicht gefunden haben, habe ich Gleichgewicht. Und gleich noch ein bisschen schwieriger. Langsam. 10 Sekunden noch. Und stopp. Gut. Jetzt seht ihr euch mit dem Rücken zum Gummi wieder. Ihr habt schon eingedreht. Stellt euch auf ein Bein. Und dann zieht ihr. Ganz kurz Gleichgewicht hin. Das Gummi nach unten. Ja? Ihr müsst das Gummi nach unten ziehen. Solange es geht, auf den Beinen stehen. Es geht darum, unser Uchimata-Bein ein bisschen stärker zu machen. Auf der Seite, wo ihr den Uchimata macht, auf das Standbein bitte stehen. Und als wenn ihr werft, ja, hier durchziehen. Fertig. Und los geht's. Eine Seite. Da brauchst du ja nicht so sehr gespannt sein. Ja, ist jetzt besser, gut. Wir machen ein bisschen länger. Noch 15 Sekunden. Jawohl, jetzt gut mal hin. Sehr gut. Super. Noch 5. Spitze. Gut, stopp. Okay. Können wir mal ein Kissen wegtun? Und wir kommen hier zum Viereck hier, was wir aufgebaut haben. Wir haben jetzt ein bisschen was für die Arme gemacht, für die Schultern, ein bisschen Bauchrücken. Jetzt kommen wir zu den Beinen. Erste Aufgabe ist dann hier, einfach einen Hampelmann machen. Ja? Okay. So, ein Seil zwischen euren Beinen dann. Fertig. Und los geht's, Hampelmann. 30 Sekunden lang, Hampelmann. Beine schön auf und zu. Ich sage los, dann macht ihr den Hampelmann 15 Sekunden lang, so schnell ihr könnt. Fertig, los! Und so schnell ihr könnt, los geht's! Hopp, 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 hopp! Noch 10 Sekunden durchhalten die Geschwindigkeit. Nicht langsamer werden, 5 Sekunden. Und stopp. Gut. Jetzt gehen wir vor zurück. So. Ja. Fertig, selbe Übung. Wenn ihr die Hände mitnimmt, immer gegengleich. Ja? Also wenn das linke Bein vorne ist, die rechte Hand vorne. Okay? Nicht gleich springen, sondern gegengleich springen. Fertig! Und los geht's! 30 Sekunden langsam. Richtig drüber, nicht auf das Seil, richtig drüber. Genau. Große Sprünge machen, keine Muschi-Muschi-Sprünge. Übles Seil drüber. Nach 10 Sekunden wieder blitzschnell. Fertig. Und Gas geben. Los geht's. Schnell, 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 schnell. Die Hände müssen mitpassen. Los, kommt schon. Beide, beide, beide. Lass liegen. Egal. Noch 5. Und stopp. Jetzt kommt der kleine Grund, warum wir das Kreuz haben. Wir machen jetzt immer unseren ersten Schritt zum Eintreten. Richtig Hüfte drehen und auch die Zehen nach außen. Nicht nur so Kreuz laufen, ja, sondern richtig hier drehen. 1, 2, 3, 4. Immer hin und her. Ja, fertig. 30 Sekunden langsam, 15 Sekunden schnell. Und los geht's.
schön drehen und fest stehen, nicht nur die Zehen auftippen, sondern den ganzen Fuß aufsetzen und die Zehen drehen. Auch nach links, darüber drehen, an den dann auch die Zehen. Jawohl, richtig die Hüfte drehen, das ist richtig. Hier die Hüfte drehen. So, ist gut. Noch 5 Sekunden, dann machen wir es schnell. Und ab geht's. So schnell wie möglich mit dem ersten Bein vor. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Gut. Dann machen wir unsere Eindrehbewegung. Hier auf die Seite, hier auf die Seite. Das Ganze zurück. Dann zur anderen Seite. Und das Ganze zurück. Ja? Fertig. Und los geht's. Noch 10 Sekunden, dann schnell das Ganze. Und hopp, so schnell wie möglich. 15 Sekunden. Durchhalten, noch 5. Und stopp. Gut. Nächste Übung. Genau dasselbe. Und diesmal schwingen wir zu Uchimata hoch. Wir machen 1, 2, hoch. 1, 2, zurück. 1, 2, hoch. 1, 2, zurück. Okay? Fertig. So, jetzt ein bisschen länger, weil es beidseitig ist. Das heißt, die ganze Übung eine Minute. Und dann 15 Sekunden. Blitzschnell. Und los geht's. Nicht über Standbein umkippen. Dann wieder richtig zurück. So wie ihr reingegangen seid, geht auch wieder zurück. Hier oben ist dran. So. Ja. Rechts, links, hoch. Links, rechts, raus. Rechts, links reingeht, geht er links, rechts raus. Wenn er links, rechts reingeht, geht er rechts, links raus. 20 Sekunden noch. Noch 10 und dann 15 Sekunden so schnell wie möglich. Die Bewegung, die ihr gerade gemacht habt, nichts verändern dann. Und jetzt geht's los. So schnell ihr könnt. Hopp. Und stopp. Gut. Zum Schluss springen wir noch ein bisschen. Seid ihr springt jetzt von der Position in die Seenagelposition. Rechts, links, so und so raus. Kein Kreis springen. Ja, sondern rein, raus, rein, raus. Beziehungsweise rechts rum eindrehen, links rum eindrehen. Wie wenn ihr das Seenagel werfen wollt, landet tief in den Knien. Nicht gestreckt, also nicht so springen. Ja, sondern springt, zack, tief unten, zack, tief unten. Okay? Das machen wir 30 Sekunden langsam, 15 Sekunden schnell. Und los geht's! Auch zurückspringen. Soll auch springen. Dann der springen. Ich springe. Zack. Und zurückspringen. Genau so. Jetzt haben wir es. Genau so. Und ganz rum immer wieder in die Ausgangsposition kommen. Und jetzt Gas geben. Hopp, 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 hopp. Genau so. So schnell ihr könnt. Kommt schon. 5 Sekunden noch.
Trinkpause. Ein bisschen Platz schaffen, eure Puppe holen dann. So, damit herkommen. Eure Puppe nehmen. Lieblingsgriff für den Uchimata, das heißt oben, Revers oder Rücken, völlig egal. Ja, könnt ihr aus allen drei Griffarten Uchimata werfen. Dann macht ihr eure zwei Schritte, geht kurz tief, hebt ihn aus, ohne Bein hochheben, ohne Uchimata. Nur in eure Uchimata-Richtung, zwei Schritte machen, eindrehen. Das Ganze 30 Sekunden lang. Fertig. Und los geht's! Ja. Hier schön die Zughand hoch. Ruhig mit anreißen hier. Ja, jetzt ist es besser. Wir verlängern das noch ein bisschen nochmal um 30 Sekunden. Ja, guckt, dass eure Schritte auf einer Linie sind. Uchimata hoch, ups, schaff schon kaum ohne Puppe, ich hoffe, die Marie ist da besser als ich, ist aber auch nicht mal ein richtig gutes Standbein. Und dann bleibt ihr mit der Puppe mal so stehen. Dann mache ich, wenn die Marie jetzt so steht, mache ich die Uhr an und bleibt 5 Sekunden in der Position stehen. Das machen wir insgesamt 3 Mal. So, fertig. Uchimata eindrehen, in den 2 Schritten. Dann Partner hochheben. Schönes Bein rein, ja. Seit 5, 4, 3, 2. Okay, zweiter Versuch. Noch einmal. Uchimata hoch. 1, 2, hopp. Gleichgewicht finden. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Der war top. Super, Marley. Nummer 2. Fertig. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Machen wir nochmal. Fertig. Und los geht's. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Ja, mal den Mogel ein bisschen. Ja, die macht draußen Hüftwurf. Machen wir die Puppe ruhig so ein bisschen am Bein rein. Machen wir nochmal. Fertig. Letztes Mal. Und los. Jetzt genau. 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Gut. Kurze Päusle. Jetzt macht ihr es nochmal. Und dann macht ihr, wenn die Puppe oben habt, was wollen Sie mit dem schlechten Bein? 3 Mal eine Kniebeuge. Mit der Puppe 3 Mal eine Kniebeuge. Okay, fertig. Und
los geht's. Andre Uchimata. Sicher stehen und dann dreimal eine einbeinige Kniebeuge. Zwei. Eine, drei. Gut. Kurz Pause. Noch einmal. Achtung. Vielleicht ist er stabiler, wenn er unter dem Rücken rumfasst. Vielleicht können die Puppe dann besser halten. Meine Puppen lappen ja so ein bisschen rum. Vielleicht ist er dann besser. Ja, können wir mal probieren, den Griff zu verändern, ob es dann besser geht. Fertig. Und zweites Mal. Rein, hoch. Ja. Eins. Zwei. Drei. Super. Sehr gut. Zweites Mal immer besser bei der Marlene. Top. Und nochmal. Fertig. Und los. Ja, das sieht gut aus. Eins. Zwei. Jetzt hätte ich müssen wir mal machen. Eins. Zwei. Drei. Super. Sehr schön, sehr schön. Gut. Jetzt schwingen wir die Puppe hoch. Also immer wenn er reingeht, schwingt die Puppe hoch und dann holen wir sie nach vorne. Ja, ich zeige es mal vor. Ich kriege das mit meiner schlechten Seite hin. Also, ihr dreht Uchimata ein, hoch und dann schwingt ihr sie nach vorne hoch. Ja? Uchimata eindrehen, hoch und dann schwingt ihr sie nach vorne hoch. Okay, aufpassen auf die Decke, auf irgendwelchen Lampen, wenn ich ganz so hoch schwinge. Aber wir können auch kurz die Puppe binden. Das ist ganz gut, vielleicht müsst ihr auch schnell eure Gürtel binden. So, jetzt machen wir dann 45 Sekunden und dann werfen wir die letzten 15 Sekunden mindestens dreimal die Puppe der. Okay, also 45 Sekunden hochschwingen und die nach vorne schwingen und dann 15 Sekunden mindestens dreimal werfen. Fertig und los geht's. Und nach vorne durch. Wirklich so mit dem Arm die Puppe nach vorne schwingen. Genau. Jawohl. Genau, der sah gut aus, super. Los geht's. 15 Sekunden, blitzschnell. Puppe hochholen, im Feuer. Und stopp. Gut. Ist ja unser Thema dann, wenn die Ohrnagel ausgehoben werden. Kommt damit dazu. Was wir jetzt machen ist, wir sind jetzt der Uke, das heißt, wir werden von der Puppe Uchimata angegriffen und was sie macht, ist die Puppe immer Uranage ausheben. So ein bisschen ins Rückkreuz gehen, ja, sie oben halten, dann wieder hinstellen. Ja, dann vielleicht ausweichen, tief, hoch, kurz halten und wieder hinstellen. Mal, jetzt zeig es mal kurz vor. Ja, zack, genau so wieder hinstellen. Kurz so ein bisschen ausweichen, immer so vorstellen, die hat Uchimata eingedreht. Setzt ihr dann so leicht hin. So als wenn die hier bei euch zwischen den Beinen wäre. Ihr weicht leicht aus, geht tief und halt eben zu. Genau so. Und los geht's. Eine Minute lang diese Übung. Immer die Puppe wieder zwischen die Beine stellen, als wenn sie Uchimata euch anhebt. Und dann schön rausbringen aus den Beinen, tiefgehen dabei. Ja, das Tiefgehen ist wichtig. Hebt ihr aus den Beinen raus, nicht aus dem Rücken.
Ah, tief gehen, Marlene. Ruhig, ruhig, tief runter mit den Beinen. Tief und hoch, genau. Noch 30 Sekunden. Tief runter und hoch. Ruhig tief gehen, aus den Beinen raus, hochheben den Partner. Und stopp. So, ein, zwei mehr. Wenn wir Uchimata angegriffen haben und wir werden Uranage ausgehoben, wollen wir das Ding blockieren mit Ko Uchigari. Das heißt, was wir jetzt machen, ist gleich den Ko Uchigari werfen. Den ganzen Komplex, den wir im Training machen, können wir gerade mit der Puppe nicht machen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber wir können die Einzelteile können wir üben. So, wir werfen Ko Uchigari. Das heißt, der setzt den Rücken wieder Uchimata an. Egal, ich probiere es. Uchimata an. So, und wenn wir runtergehen, hauen wir den Partner das Bein hier mit Ko Uchigari weg. Ja, also diesmal die Puppe nicht ausheben, sondern der schwingt vorbei an der Puppe. Oh, das kenne ich so gut. Also, andere Seite. Der schwingt vorbei an der Puppe. Kommt runter und haut das Bein mit Ko Uchigari weg. Okay, eine Minute das Ganze. Fertig. Und los geht's. Genau. Sehr gut. Schön hoch das Bein, ja? Mindestens Po-Höhe schwingen. Mindestens Po-Höhe schwingen. Wer daheim einen Partner hat, natürlich, der sollte richtig Uchimata angreifen. Dürft ihr ja mit dem Partner zusammen trainieren. Also, wenn ein Bruder, Schwester hat oder so, dann greift ihr richtig Uchimata an. Ja, und geht dann rüber zum Ko Uchigari. Und nicht zum Ko Surugake, wie man hier. Hier. Schön hoch. Gut. So. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Also. Ich greife Uchimata an. Ich werde Uranage gekontert. Ich blockiere mit Ko Uchigari. Ja, jetzt merkt ihr, oh Gott, es geht nach hinten. Der geht wieder nach vorne. Und dann werft ihr nochmal Uchimata, beziehungsweise wir holen nochmal Schwung und gehen hier außen vorbei. Ja, ein Vierfachkomplex ist das. Also, ich versuche nochmal zu erklären. Ich greife Uchimata an. Der will Uranage werfen. Ich blockiere meinen Uchimata, ja, der merkt, oh Gott, es geht nach hinten, drückt sich wieder nach vorne und dann ziehe ich eigentlich den Uchimata durch, da der aber kein zweites Bein hat. Die eine Puppe haben, den Partner, die werfen den Uchimata, die eine Puppe haben, gehen dann hier außen vorbei und werfen dann hier Uchimata. Okay? Vierfachkomplex, eine Minute lang, los geht's! Uchimata Angriff, Uranage, Ko Uchigari und dann Uchimata nach vorne werfen. Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Uchimata, Uranage, Ko Uchigari, zack, Uchimata.
Judo Schulathleten sollen das gut üben, weil das soll unser Thema bis zum Weihnachtsferien sein. Schütziger Tag, wir halten uns komplex durch. So, schau alle zu. Ah, Entschuldigung, die Puppe muss auf den Bauch liegen. Weil jetzt fange ich ja mit einer Rolle vorwärts an. Also, Puppe ist eigentlich in einer Bankposition, das geht aber auch so. Marlene packt zu. Genau, zweite auch rein. Rollen nach vorne. Zweite Bein zu der Haut drüber, genau, abheben. So, die Puppe wehrt sich, indem sie das Bein wegschiebt hier. Und jetzt zwischen die Beine kommen. Genau, müssen ein bisschen hindrehen. Beide Arme packen. Bein hoch, vor den Kopf, umdrehen, abheben. So, die Puppe wehrt sich, indem sie die Arme zusammenhält. Und die Marlene macht einen Seitenwechsel. Das könnt ihr euch nachher nochmal langsam angucken, wenn ich mitkomme. Vielleicht die Gäste hier. So, ich komme ein bisschen höher. So, dann, wenn ihr den Seitenwechsel gemacht habt, kommt die Puppe hoch, will sich verteidigen, ja, gegen den Hebel, dreht auf den Bauch, so, jetzt hebelt ihr auf dem Bauch liegend, dann packt ihr die Beine, zieht sie über euch drüber, hebelt nochmal auf dem Rücken, jetzt ist wieder raus aus dem Bild, genau, müssen wieder ein bisschen zurück, hebelt auf dem Rücken. Und am Schluss kommt dann der Haltegriff. Übers Bein drüber packen. In den Gürtel, über dein Bein. In den Gürtel reinfassen. Beine rumziehen. Und hier an Kesgatame-Position genau festhalten. Die Puppe will sich befreien. Bein wieder um den Kopf. Und abheben. Okay. Ein ganzer Handlungskomplex. Was sind immer auf... Wenn dann Beziehung, wenn der das macht, mache ich das, wenn der das macht, mache ich das. Okay? Wir machen es nochmal vor. Alle loslegen. Die mit dem Partner, die haben es nicht einfacher als mit der Puppe. Die Puppe ist ein bisschen steif. Ich erkläre es nämlich nochmal. Die Puppe liegt in der Bankposition. Ihr steigt über die Bank drüber mit beiden Beinen. Lasst euch nach vorne rollen. Nehmt ihr mit. Hebelt zum ersten Mal ab. Genau. So, die Puppe kommt hoch, legt sie zwischen eure Beine. Das passiert dadurch, dass ihr eure Beine wegschiebt vom Kopf. Jetzt liegt ihr da dazwischen. Ihr macht eine kleine halbe Drehung. Bein vor den Kopf und wieder abheben. So, die Puppe verteidigt, dadurch, dass sie ihre Arme so hält. Jetzt macht ihr einen Seitenwechsel, weil er vielleicht einen anderen Arm besser rankommt. Zack, abheben. Bleibst du fest? Halt mal fest, die Puppe. Gut. So, jetzt macht Marlene den Fehler, sie ist zu locker am Bein, die Puppe kommt hoch, rollt hier mit, ihr hebelt auf dem Bauch liegend, ja, dann nimmt Marlene die Beine von der Puppe, zieht sie über sich drüber, weil es vielleicht doch nicht klappt und der verteidigt hier, dann hier nochmal abheben, die haben gedreht, nochmal abheben. So, jetzt verteidigt die Puppe wieder so, dann geht ihr mit der Hand ihrem Kopf ist rein, fasst den Gürtel an, holt die Beine rüber, das Bein wegknicken vom Kopf, Oberkörper nach vorne runter, so ein bisschen Richtung Brust gehen, ja, so, genau, perfekt. Dann will sich befreien, lässt los, hebelt ab. Okay? Ihr müsst komplex durchmachen. Wir machen noch einmal diese Runde. Das muss sitzen, sodass ihr die Bewegung, über die Bewegung nicht mehr nachdenken müsst. Ja, soll ich nochmal machen, bitte? Finden dabei schnell die Puppe. Dann machen wir es auch nochmal durch. So, letzte Runde, ich sage nichts mehr dazu.
Sehr gut. Sehr gut, Seitenwechsel. Genau, stellt sie auf den Bauch hebeln dann. Super, die dreht weiter. Na, jetzt halt kurz fest. Gut. Verteidigt und durchfassen, genau, super. Und sofort den Haltegriff machen. Durch die Beine richtig rumziehen, ja. Das ruhig hier abbiegen, dass der nicht eine Brücke machen kann. Deshalb müsst ihr die Beine richtig rumholen. So, super. Sehr gut. So. Das war's mit Judo für heute. Jetzt sehen wir uns noch ein bisschen. Zeig's vor. Wir setzen uns hin. Beine lang, Zehen anziehen, sodass die Fersen weg vom Boden sind. Und wir gehen nach vorne, bis wir die Zehen erreichen. Zehen anziehen, Fersen hoch. So, genau. Einmal ohne Hände Fersen hoch. Okay, und die jetzt nach vorne lassen. Genau, super. Sehr schön. Schön weit runter. Ja, seht ihr? Das ist es. Ja, da geht noch ein bisschen. Da können wir ruhig noch ein bisschen mehr machen. Ja, super! Immer, immer an eure Grenzen gehen, sonst werdet ihr nicht besser. Noch ein bisschen. Ja, perfekt. Sehr gut. So, machen die Beine breit, dass hier so ein bisschen rechter Winkel entsteht. Und wir gehen in die Mitte so weit vor wie möglich. Top. Na. No. Schön halten immer. Locker, lass nicht die Beine zusammen machen. Jetzt geht ihr mit einer Hand über den Kopf rüber und dann zu einem Fuß hin. Richtig, das andere Bein auch unterdrücken. Ja, nicht so machen, sondern alles lang machen und rüber auf die Seite. Genau so, super. Sehr gut. Ja, muss die andere Hand so rübernehmen. Ja, ich meine, ist das ziemlich schwer. Andere Seite auch. Genau, Seite gleich wechseln. Gut, dann kommen wir hoch, wir bleiben so sitzen und dann drehen wir den Oberkörper nach hinten, so weit wie möglich. Mit dem Kopf auch mitdrehen, nicht mit dem Kopf nach vorne gucken, sondern alles nach hinten drehen und halten, halten. Beide Beine, beide Pobacken auf den Boden lassen. Seite wechseln. Gut. Können wir das eine komplette Rumpfdehnung machen? Wir legen ein Bein übers andere. Wenn das rechte Bein drüber ist, geht die linke Hand so an dieses Bein und dann schiebt ihr euch nach hinten, schiebt den Popo rum, so von Rücken, Bauch, Gesäßmuskulatur, ganz nach hinten schauen auf dem Kopf. Hier beim Ausatmen ein bisschen weiter nach hinten gehen. Und Seite wechseln. Das
jetzt ruhig mal mitmachen und mal nutzen. Das machen wir im Training ja leider sehr selten, wenn wir nicht so viel Zeit haben dafür. Deshalb ruhig jetzt mal die Zeit nutzen. Das könnt ihr euch ein bisschen ausdehnen. Immer. Gut. Wir gehen nochmal zurück zum Oberschenkel. Eigentlich mache ich immer von unten nach oben. Also gehen nochmal zurück zum Oberschenkel, knien uns hin. Und gehen mit dem Arm nach. Oh, das kann ich so gut hinknien. Gehen mit dem Arm nach hinten. Stützt hinab und dann geht der Popo nach oben. Genau so. Spannung muss hier sein. An den Oberschenkel schön den Popo hochdrücken. Schön halten, keine Spannung, jetzt ruhig ein bisschen mehr. Gut, dann könnt ihr so knien bleiben. Nehmt euren Arm und zieht ihn so rüber auf die andere Seite. Seite wechseln. Gut, Arm hoch in den Kopf. Ellbogen packen und ziehen. Seite wechseln. Gut, Hände zusammen, hin am Kopf, Kinn auf die Brust. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen, bei der Marlene fürs Vorzeigen. Ich bin leider ein bisschen behindert. Deshalb kann ich das, die Uchimata-Dinger nicht so richtig toll machen. Die Judoka, die in der Judo-Schule sind, die wissen, was wir gerade machen. Für die anderen ist es vielleicht ein bisschen fremd gewesen. Aber ihr könnt euch drunter was vorstellen. Und ich hoffe, dass wir nach dem Corona-Lockdown, wieder dann diese Kombination anwenden können. Das wäre das Ende von unserem Komplex, den wir dann machen mit Uranage Uchimata. Wer noch Prüfungen machen muss von euch, ich habe alle Videos für alle Prüfungen. Habe ich auf unsere YouTube-Seite gestellt. Das heißt, ihr könnt euch, egal ob jetzt blau, grün oder sonstigen Kurzzeit, ihr könnt euch alles angucken, könnt daheim alles üben mit eurer Puppe oder mit einem Partner. Dürft euch ja zu zweit treffen. Somit, dass ihr eure Vorkenntnisse auch drauf habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Guckt es diese Woche nochmal an. Wir haben morgen nochmal ein Fitnesstraining. Also ihr könntet jetzt eigentlich fast jeden Tag trainieren bei euch daheim. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Selber Tag, selbe Uhrzeit. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, macht einen Daumen hoch. Tschüss, ciao, bye, bye.